Was geht, Leute von heute? Wir sind mal wieder hier am Start. Themenwochenvideo. Lange nicht mehr gekommen mit Mr. Paddy als Gast hier. Paddy cool. Yo. Hi. Yo. Wahrscheinlich, oder? Jo. Das ist mein Steam-Name, Paddy cool, ja? Genau. Das ist dein Steam-Name. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall hier weiterbauen. Wir haben ja schon lange, lange kein Themenwochenvideo mehr gemacht. War jetzt auch schwierig, ein Thema jetzt so rauszusuchen. Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 12 Uhr oder so, ne? Ja. Mussten wir uns jetzt schnell entscheiden, was wir als Thema nehmen. Ja, Patrick, willst du sagen, was wir heute als Thema haben? Ja, wir haben ja schon gesprochen oder so, so ein bisschen. Hier, warum YouTuber ab und zu mal ein bisschen Pause brauchen für auf dem Kanal, sag ich jetzt mal. Ja, dann kannst du mal was dazu sagen, so. Ja, warum, Leute? Das ist ganz einfach gesagt, finde ich einfach, manchmal sollte man einfach sich auch mal eine Pause gönnen. Ich meine, klar, Kanal machen macht Spaß, da sagt auch keiner was gegen. Aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel jetzt in den letzten 2 Wochen hatte ich Pause. Hatte jetzt 2 Wochen Pause gemacht, ne? Waren 2 Wochen, ne? Ja. Ja, und das tat mir einfach auch mal ganz gut, mal ein bisschen runterzukommen, mal einfach für mich zu sein. Ja. So, und deswegen, es ist halt dieser Alltag, Alltagsstress, wenn man mal überlegt, Video schneiden, hochladen. Ich mache ja zum Beispiel jeden Tag ein Video. Und deswegen habe ich mir jetzt auch mal 2 Wochen Pause gegönnt, auch wenn es ein bisschen nicht gewollt war, ne, weil ja auch ein bisschen mein Rücken noch mit im Spiel war. Aber deswegen sage ich, man braucht auch mal Pause. Ich glaube, du hast auch Pause gemacht jetzt, ne? Ja, ich glaube aber länger Pause habe ich jetzt gemacht als bei dir, weil ich sage auch ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht so gerade die Lust dazu gehabt, Videos zu produzieren. Wegen Arbeit und dann wollte ich noch ein bisschen selber zocken. Zum Beispiel, guck mal, wann habe ich Arma 3 gezockt? Weißt du das? Oh, jetzt das letzte Mal oder wann immer? Um wie viel Uhr? Nein. Wann ich mir das gekauft hatte, war doch vor einem Monat, oder? Ja, vor einem Monat, ja. Ja, doch, vor einem Monat hast du dir das gekauft, ja. Und dann, seitdem habe ich da keine Videos mehr hochgeladen. Habe ich das ja, weil ich ja total dieses Arma ja so geil fand und da habe ich einfach durchgesuchtet und da hatte ich irgendwie keinen Bock irgendwie jetzt auf YouTube Videos zu machen oder so, weil ich irgendwie für mich selber sein wollte, weißt du, mit dem Zocken. Ja, mal ein bisschen runterkommen, ne? Ja, genau und ich wollte das einfach mal, einfach das mal machen oder so, das mit dem Durchzocken und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, und das mit der Arbeit, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist das halt, weil du musst das mit der Arbeit irgendwie das kombinieren mit dem YouTube-Kanal wegen Videos produzieren. Zum Beispiel wie jetzt 0 Uhr, und wir haben ja nicht mal 0, wir haben ja schon gleich 1 Uhr haben wir jetzt. Und ich muss wieder 5 Uhr morgens wieder aufstehen, weißt du? Das ist schon krass, weißt du? Und ja. Ich wollte eigentlich noch Videos produzieren. Wollte ich noch eigentlich, aber ich habe das irgendwie nicht geschafft oder sonst was, weil ich, ja, die Lust irgendwie ein bisschen fehlt, weißt du? Und aber langsam, wie du sagtest, ich krieg langsam wieder Lust, weißt du? Kriege ich langsam wieder auf YouTube wieder Videos zu produzieren und mit der Community was zu machen, weißt du? Ja, genauso sehe ich das auch. Also Leute, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinhauen, warum. Oder wie ihr über dieses Thema denkt, könnt ihr mal unten in die Kommentare hauen, ob ihr sagt, ja, man ab und zu mal braucht man Pause. Klar, also mir macht YouTube absolut Spaß, aber wenn man einfach auch mal ein bisschen runter ist und man sagt so, ja, man hat jetzt auch mal ein Ding, wo man sagt, ja, jetzt bin ich mal down, jetzt habe ich mal nicht so eine Lust, dann sollte man auch sich die Zeit mal nehmen, weißt du? Naja, sicher, klar. So, aber sag ich jetzt mal, ich kann auch die Leute verstehen oder so, die sagen, ah, warum mache ich keine Videos, die gucke ich jetzt nicht mehr an oder so. Die kann ich ja teilweise verstehen, aber weiß ich nicht, weißt du, das ist so ein Widerspruch wieder, weißt du, ist da wieder da drin. So, weil du kannst auch sagen oder so, weil YouTube, wenn du ein Video produzierst und gute Qualität haben willst, dann musst du schon Zeit geben. Zum Beispiel bei dir, du brauchst wieder ein Video, was weiß ich, 2 Stunden bis...
bis du es fertig bearbeitet hast. Richtig, das stimmt, so, da hast du recht. Und so, ja. Und das ist nicht mal mit dem, nicht mal noch eingerechnet hier dieses Hochladen. Und das dauert auch nochmal 1,5 Stunden, bis das Video hochgeladen ist. Richtig. Sag ich jetzt mal. Also ist das bei mir. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch, also da hast du schon recht. Erzähl weiter, wir hören dir gespannt zu. Baumfraut. Baumfraut. Ja, wie gesagt, das ist das halt schwierig, ne? Das ist halt professionell. Ist das ja halt, weißt du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wobei man davon ausgehen, dass wir sind ja keine Profis, ne? Wir sind ja Profis sind wir jetzt nicht, aber wir sag ich jetzt mal, wenn ich so andere YouTuber sehen, was weiß ich, die vom Handy aufnehmen oder so, da kann man schon sagen, dass wir schon professioneller sind. Vom Handy? Ja, gibt es doch. Ach haben so, wir ja. Schon mal gesehen. Die, ach so. Die, das, was weiß ich, die Leute, die vom Handy da ja, jetzt weiß aufnehmen. Ich, was du meinst. Ja. Genau. So, und da denke ich mir, okay, da sind wir professioneller. Oder die andere YouTuber, die, was weiß ich, das Mikrofon irgendwie scheiße eingestellt haben, wo du noch ein Rauschen hörst, weißt du? Ja, das stimmt. Also richtig harten Rausch. Also ich bezeichne mich auf jeden Fall nicht als besten YouTuber, also auf gar keinen Fall. Ich bin auch noch ganz, ganz am Anfang. Ja, Leute, aber jetzt kommen wir mal hier so ein bisschen auch mal kurz zu The Forest, würde ich sagen, ne? So, wir haben auf jeden Fall uns ja hier jetzt schon ein bisschen eine kleine Hütte am Strand gebaut, ne? Ja. Aber ich habe auch gehört, dass sich viel getan hat mit den Patches und so. Und es ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar die Alpha-Version, ne? Ist es jetzt die Alpha? Ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da nicht so drauf jetzt drauf geachtet. Aber was ich auf jeden Fall jetzt geil finde oder so, was noch nicht vorher stand, diese Türme da hinten. Ja, diese Türme hier, die zeige ich euch einmal. Hier, diese da. Die standen nämlich vorher nicht da. Jetzt sind sie hier und man kann jetzt auch die Schildkröten töten. Die Panzer kann man, ja, töten sagen wir mal nicht, aber du kannst halt diese Schildkrötenpanzer halt zum Abwehren und zum Schlagen benutzen. Finde ich auch ganz geil gemacht eigentlich. Ja. Ja, wir wollen ja jetzt hier noch weiter ausbauen. Ne, wir wollten ja hier noch ein zweites hinmachen oder so, ne? Ne, oder? Sollen wir ein zweites dahin machen? Ne, wir wollten hier so ein Podest bauen, meine ich doch, oder? Ja, genau, damit wir weiter auf dem Wasser sind, weißt du, dass die Zombies, sag ich schon, die Einheimischen uns nicht angreifen, weißt du? Ja, genau, wir wollten da nämlich ein Podest hinbauen, das wusste ich nämlich auch noch. Ja. Das sagtest du wohl, ja. So, wollen wir doch mal gucken. Brauchst du mal was zu essen? Oh, hier, man kann sich hier was aus den Schildkrötenpanzern bauen, Patrick. Wie was bauen? Hier. Guck mal hier. Scheiße. Ah, vielleicht ein Regenauffangbehälter? Patrick? Könnte sein, ja. Ja, das scheint mir doch so auszusehen, oder? Yo, lol. Das ist ja, Water Collector, ja, das ist ein Water Collector, ja. Geil, jetzt können wir Regen auffangen damit. Ah, deswegen auch der Regentropfen. Na klar. Ja, da hat sich auf jeden Fall viel im Spiel getan, muss ich schon sagen, ne? Ja, nicht schlecht gemacht. Ja, natürlich, klar. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Wie können wir denn jetzt, sag schnell, ein Podest bauen? Wo war denn das noch? Boah. Muss ich gleich gucken, aber ich muss immer was essen. Ja, also hast du was? Futtern? Hm. Ja, Futtern. Welches da dran oder nicht? Müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwo findet, das Podest. Weil ich meinte, wir hatten doch eins gesehen, oder? Hier eine Plattform war das, ne? Ja, müsste eigentlich bei der Plattform sein. Ja, ich sehe das schon hier. Willst du das, sollen wir das direkt ans Haus wieder setzen? Ja, so hier an die Treppen musst du das machen. Die Treppen sind. Daneben dann. Dann geht es halt der Podest dahin, weißt du? Du siehst also, aber, siehst du das Ding denn auch?
was ich hier jetzt hinsetzen will? Nee, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Die musst du da schon hinsetzen, damit ich das auch sehen kann, weißt du? Ich muss die perfekte Höhe haben, das ist das. Ich würde sagen so, ne? Ja, auf jeden Fall wollen wir unser Lager hier ausbauen. Da könnt ihr mir, also ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Thema sagen, auf jeden Fall. So, ich hab's da hingesetzt. Jetzt müsstest du es sehen können, ne? Ja, perfekt, oder? Ja, ein bisschen schief, ne? Kann man das nochmal wegmachen? Ja, mit C, ne? Ja, mit C kannst du das wegmachen. Okay, auf jeden Fall nochmal kurz, ich gehe mal da oben auf die Treppe, vielleicht geht das einfach besser. Nur um das jetzt nochmal kurz zu sagen, es ist einfach so, ich finde einfach, jeder YouTuber sollte auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen. Klar, sicher. Ja, das ist einfach so. Oh, jetzt gibt's Regen. Das ist gut. Dann können wir gleich was trinken, denn ich habe Hammerdurst. Sehe ich gerade hier. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Oh, das ist jetzt noch alles gut. Ich brauche nur was zu essen. Ja, das muss ich eigentlich auch gleich schon wieder. So, hier ist jetzt das Podest. Ja, ist nicht ganz dran, ne? Ist das schlimm? Nö, ne? Nee. Okay, Hauptsache man kann da drauf gehen, weißt du? Ja, wunderbar. Und es sammelt sich hier auch, Patrick. Du. Yo. Das ist geil gemacht. Das ist echt geil gemacht. Trink mal. Ja, ich kann nicht. Wie? Mit E. Nee, geht bei mir nicht. Kannst du? Drück schon auf E, aber irgendwie. Vielleicht müssen wir warten, bis es voll ist. Ah, jetzt. Kannst du sein. Ah, jetzt. Aha, man muss also warten, bis es bestimmt, bis es voll ist. Jetzt habe ich wieder voll. Okay, cool. Ja, das ist geil gemacht. So, jetzt muss ich mir was zu essen machen. Ja, das ist geil gemacht, auf jeden Fall. So, Leute, ihr könnt jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, was es noch so für Veränderungen gibt. Wir wissen es nämlich jetzt nicht so. Wir haben uns da jetzt nicht so drüber schlau gemacht, ne? Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, was wir mal besprechen sollen oder so, das könnt ihr uns auch, haut es in die Kommentare. Wir nehmen gerne jedes Thema und jeden Vorschlag an. Oder wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr auch mal im nächsten Video das so machen, dass ihr uns Fragen stellt oder so und wir beantworten euch die über uns, was ihr wissen möchtet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind dafür alles offen. Na, also haut die Kommentarbox richtig voll. Ja, richtig voll, aber richtig. So, die erste Plattform sitzt. Ja, ich weiß nicht, sollen wir dann jetzt Bäume fällen, ne? Ja. Da ist ein Hase. Komm her. Komm her hier. Ich jag einen Hasen. Oh, komm her, Hase. Oh, komm her. Oh. Naja, und es gibt noch eine Sache, die wir vergessen haben zu erzählen. Und zwar möchten wir demnächst auch noch andere YouTuber einladen, die mit uns zocken, ne? Hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ja. Dass mal welche mit uns spielen. Ich hoffe, du erinnerst dich da noch dran. Ja, sicher. Ja, und zum Beispiel hatte mir angeboten Tamiro, dass er mal mit uns spielen möchte. Und ich fand... Der gute alte Tamiro, ja klar. Ja, der gute alte Tamiro, ja genau. Ja, da habe ich dann gesagt, ja warum nicht? Ich meine, könnte man ja hier an diesem Projekt weitermachen zu ein paar mehr. Ne? Finde ich schon mindestens so. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Da ist ja alles gut, Mann. Ja, alles gut. Alles sicher da, ne? So soll das sein. So, jetzt wollen wir hier Bäume fallen, oder? Ja, wahrscheinlich, oder? Baum fällt. Boah, wo bist du schon fertig mit dem Baum fällt? Baum fällt. Aber auf mich doch nicht, oder? Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, wer der Baum fällt auf mich. Ja, wie gesagt, wir sind uns hier bei dem am Strand sind wir am sichersten. Ne? Ja, auf jeden Fall, also da habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ja, bis jetzt waren hier noch keine Kannibalen oder so, ne? Also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Na klar, es schützt uns das natürlich nicht, ne? Das ist eine klare Sache, nicht? Ja, wunderbar, läuft auch. So, hast du vielleicht noch ein paar Sticks oder so? Ja, ich glaube schon. Wieso? Dann könnte man vielleicht noch, na komm her, du Missvieh. Patrick braucht Essen. Hau auf. Hau auf, wegzulaufen. Ich hab noch genug, Alter. Okay. Ein paar Sticks, dann könnten wir vielleicht nochmal einen Schiebwagen bauen, weißt du? Ein Schiebwagen? Schiebwagen, ich nenne ihn Schiebwagen. Meinst du, ist auch dieser Bug drin?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Mal gucken, warte. Ich hoffe es irgendwie nicht. Bin mir aber unsicher. Was ist das denn hier für ein Ding? Climbing Rope? Lol. Okay. Es gibt hier anscheinend wohl wirklich ein paar mehr neue Sachen, ne? Hier gibt es eine Foundation. Ist das jetzt oder nicht? Du. Ja. Ja. Oder ist das das hier? Ne. Was ist das denn? Was ist das hier sein? Ja, ich guck auch gerade hier. Ja, das ist ich das brauch, Ding. Ja, ich hab auch noch ein paar. Was. Einer, ein Stick. Ein Stick noch, Alter. Sollen wir hier unsere Lampe zerhauen? Nein. Geht eh nicht. Ein nein. Scheiß Stick, ne? Ist dir zufällig. Aber es wird schneller dunkel und schneller hell. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Hier ist noch ein Stick. Ich komme. Na? So. Jo, geht lol. Doch. So, jetzt können wir nämlich Holz drauf. Siehst du das Ding ja, ne? Ja, ich sehe es hier. Nicht bei dir. Ah ja, dann kannst du das Ding ja schieben. Dann ist der Bug ja immer noch drin. Ne? Ist aber wirklich drin. Du pack rein, ne? Wir wissen, wie das ja, geht. Du bleibst unten, ich pack rein, ne? Ja, und ich nimm's weg. Alter, ist so ein scheiß Bug, dass die da noch nicht weggemacht haben, ne? Ne, irgendwie noch nicht. Okay, ja, das ist so ein Bug, Leute. Das ist so, dass ich dann hier oben das Holz auflade. Und Patrick kann das, obwohl er den Wagen gar nicht mehr unten stehen hat, kann er da die Sachen, das Holz aufnehmen, also abladen. Und weiterbauen. Ja. Tja, warum auch immer das so ist, wir wissen es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall werden jetzt wieder regelmäßig einmal die Woche Themenwochen-Videos kommen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Pause gehabt, er und ich. Aber wir sind jetzt wieder am Start. Wenn ihr auch mal bei Mr. Paddy vorbeischauen wollt, sein Kanal ist unten in der Informationsbox verlinkt. Könnt ihr ja mal reingelocken. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Und kriegst du unten Stämme? Bis jetzt noch nicht. Ne? Ne. Na, haben sie es vielleicht doch weggemacht? Ja, aber dann riecht aber kacke, dass es die da den Wagen dann noch hier unten steht. Also bei mir jetzt, weißt du. Ja, aber vielleicht ist das ja einfach ein Wagen du, ein Wagen ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Naja, kommt bestimmt alles noch, nicht? So, ich hau mal den Wagen voll. Baum verhaut. Ah, jetzt sehe ich das. Na, seht ihr, jetzt funktioniert das wieder. Jetzt nimmt er nämlich unten ab. Nimm mal die Baumstämme. Ja, warte. Dann könnt ihr das gleich sehen, Leute, von heute. Ich fahr gerade hier zurück. Jetzt pass auf, jetzt nimmt er gleich nämlich die Baumstände unten ab und dann gehen die hier oben weg. Ja, auf jeden Fall sind wir auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Ob YouTuber auch mal Pause brauchen, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Pause gemacht habt in YouTube. Da seht ihr jetzt gerade, jetzt verschwinden die Baumstämme. Ob ihr schon mal Pause auf YouTube gemacht habt, ob ihr eure Pause mal brauchtet. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Ich finde es einfach wichtig, auch mal ein bisschen Pause zu machen. So, jetzt muss ich aber hier noch ein paar Baumstämme sammeln. So, aber ich stehe gerade, das war's mit der Folge. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen mit Mr. Party. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Argumentiert, kommentiert, kritisiert, wie immer. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi und Mr. Party. Ciao. Peace. Tschüss.